Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal und heute stelle ich euch den MX-48 Turbo aus der Serie Max Steel vor. Ja, das Modell ist auch erschien auch in der Farbe, auch in der älteren Max Steel Serie. Ja. Und hier haben wir noch ein paar Details hier, Seitendetails, Innenlebendetails etc. Hier haben wir das Max Steel Logo, also das ist das dieses Daumenlogo, was auch auf dem großen Modell auch drauf ist. Das hier, ja, wie ich schon gesagt, das Modell basiert auf die Fernsehserie von Max Steel. Ich zeige euch gleich mal ein Bild von dem Auto selber und dann geht es dann gleich weiter. Und das Modell ist auch nochmal auf der Rückseite in groß nochmal. Hier steht Collect the World of Max Steel, natürlich mit dem Daumenlogo. Und ist das Modell Nummer 80 aus dem Jahr 2000. Und ist sogar ein neues Modell fürs Jahr 2000. Genauso wie der 65er Vet MX-48 Turbo, das Modell, was wir haben. Die Nummer 21 ist Holden. Cabin Fever, Metro Rail, Muscle Tone, Dodge Power Wagon und Shoebox. Und ja, da gibt es dann auch nicht viel zu sagen, außer dass wir hier ein Assault Logo haben. Das ist das einzige, was irgendwie nicht so in der Serie vorgekommen ist, aber das ist zwar das Auto, was Max Steel zwar gefahren hat, wie auch hier beim Logo, ist ja von der alten Max Steel Serie, aber das Hot Wheels Logo, so kam es nicht in der Serie vor. Aber das Modell ist aber ziemlich gut getroffen, muss ich sagen. Also 1:1 mit dem On-Screen Counterpart. Und ja. Hier haben wir nochmal das alte Hot Wheels Logo. Und die Altersangabe und so weiter. Zielfassung First Edition ist natürlich. Und das Modell ist die Nummer 20 von 36 Autos aus der 2001 Edition Serie. Und ja, hier haben wir nochmal Mattel Wheels. Auf der Unterseite steht auch, glaube ich, ja doch, 2000 Mattel Incorporated. Also das ist ein neues Modell gewesen, was zusammen mit der Max Steel Serie auf den Markt gekommen ist. Ja, dann verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ciao.